Liebe Freunde, bitte um eure Aufmerksamkeit. Es ist ungewohnt, zu so später Stunde hier zu sprechen, in der Synagoge, während draußen in der Mausefalle und sonst hier rundherum Zürich im Ausgang ist. Aber wir sind heute alle hier versammelt am Motzei Shabbat vor Rosh Hashanah, um mit voller Kraft Slichot zu sagen. Die Sephardim sagen schon seit Rosh Chodesh Elul Slichot, aber wir Ashkenazim beginnen immer am Motzei Shabbat mit der Bedingung, dass man vor Rosh Hashanah mindestens 4 Tage hat. Das heißt, wenn Rosh Hashanah Anfangswoche fällt, ist es schon am Motzei Shabbat davor und wie dieses Jahr ist es schon am Motzei Shabbat direkt vor Rosh Hashanah. Aber auf jeden Fall fängt man immer am Motzei Shabbat an. Und die Frage ist, warum ausgerechnet Motzei Shabbat? Warum Tafke Motzei Shabbat? Und ich hörte dazu eine schöne Erklärung von Trumata Deschen, die Rabbiner Ephraim Mervis in seinem Parashat-Talk zu dieser Woche brachte. Und er sagte, die Slichot haben etwas Bittersüßes. Einerseits ist es eine Konfrontation mit unseren dunklen Seiten, mit unseren Averot, mit unseren Sünden, mit unseren Vergehen. Und andererseits ist es auch eine Erleichterung, ist es eine Befreiung von einer Last. Und damit die positiven Aspekte nicht durch die negativen verdrängt werden, beginnen wir Slichot ausgerechnet am Motzei Shabbat, noch in der fröhlichen, positiven Stimmung des Shabbats und hoffen, dass wir dadurch diese gute und freudige Stimmung des Shabbos direkt in unser Slichot-Erlebnis mitnehmen können. Denn bei Slichot handelt es sich nicht primär um eine traurige Angelegenheit. Ja, es ist ernst, aber es ist auch etwas sehr Schönes. Und die Yamim Noraim, die hohen Feiertage, sind auch Yamim Tovim, sind auch Festtage. Weil wir in Hashem vertrauen und die Hoffnung setzen und dafür beten, dass er uns wohlgesinnt sei und unser Urteil zum Positiven auffallen wird. Und wir sind zuversichtlich, dass es so sein wird. Und in diesem Sinne beginnen wir jetzt die Slichot-Gebete besimcha, in Freude, mit Chazan Amichai Gutermann, im Trio mit Eitan Rothschild und, Überraschung, ist auch wieder Liron Blumberg dabei. Und es ist eine Premiere, zum ersten Mal auch mit Musikbegleitung durch Doron Schleifer am Klavier. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Und das hilft sehr, auch wenn Sie heute mitsingen. Es ist nicht nur ein Konzert, es ist auch ein Mitmachen, ein Mitsingen. Und das soll auch die Kavana erhöhen und uns zur Tshuva, zur Besserung und Masim Tovim, zu guten Taten inspirieren. Ich freue mich sehr. Shana Tova, alles Gute und